Glauben im Namen des Islam. Er plündert für seine Königin. Sie kapern für ihren Kaiser, sind weltweit unterwegs und global vernetzt. Sie folgen nur ihrem Gesetz. Nicht mit mir. Denn sie alle sind Freibeuter der Meere. Es ist die Zeit der großen Entdeckungen. Vor Europas Küsten verschleppen islamische Piraten unzählige weiße Männer und Frauen in die Sklaverei. Ein deutscher Sklave macht im Reich der Korsaren eine Karriere ohne Gleichen. Und die jungen USA nehmen den Kampf auf gegen die Piratenstaaten Nordafrikas. Gegen die Korsaren. Wer gegen Ende des 18. Jahrhunderts vor Frankreichs Küste unterwegs ist, muss wachsam sein. Wie der französische Kapitän Jean Prépaut. Ist diese Fregatte da in der Nebelbank ein französisches Schiff? Oder verbergen sich auf ihr muslimische Korsaren? Er zögert und verschenkt wertvolle Zeit. Denn das fremde Schiff ist ein Korsar und greift bereits an. Immer wieder fallen die Christen auf die Tarnung der Muslime als Kauffahrer rein. Der Franzose lässt Waffen austeilen. Sich ergeben kommt nicht in Frage. Denn dann hätten er und seine Männer nur die Wahl zwischen Tod oder Sklaverei. Ich denke, die Ursache zur Entstehung dieser Piraten liegt in der Vertreibung der Mauren aus Spanien. Als die sich dann in Nordafrika wieder angesiedelt hatten, steckten sie ihre ganze Energie in die Angriffe auf christliche Handelsschiffe. Da fand dann die explosionsartige Zunahme der Piraterie im 16. und 17. Jahrhundert statt. Algier, Tunis, Tripolis. Überall an der nordafrikanischen Küste gründen die aus Spanien Vertriebenen kleinere Staaten. Die würden gern Handel treiben im Mittelmeer. Aber die christlichen Nationen belegen die Exporte der Mauren mit Sanktionen und hohen Steuern. Und so verlegen sich die Muslime auf die Seeräuberei. Ohne es zu wollen, haben die Europäer damit ein Monster erschaffen. Die Piratenwelt der islamischen Korsaren, oder Barbaresken, wie sie auch genannt werden, gegen die der französische Kapitän und seine Crew jetzt kämpfen. Sie wissen, mit Gnade können sie nicht rechnen. Wir wissen, dass bei jedem Schiff, das Widerstand geleistet hat, die Besatzung getötet wurde statt versklavt. Und wenn das Gefecht sehr brutal war, dann wurden sehr viele Menschen getötet. Wahrscheinlich weit mehr als belegt ist. Die Franzosen wehren sich vergebens. Die Korsaren entern ihr Schiff. Kranke und Verwundete werden getötet. Denn sie würden niemals die Reise bis zum Sklavenmarkt überleben. Sie zu pflegen, würde nur Kosten verursachen und die Erlöse senken. Die Korsaren denken ökonomisch und die Gewinne sind riesig. Unzählige Schiffe kapern sie jährlich. Der französische Kapitän Prépaut hat seine Chancen falsch eingeschätzt. Ein tödlicher Fehler. Und er weiß, in der Piratenhauptstadt Algier wird man ihn wegen seines Widerstands hart bestrafen. Und die Überlebenden seines Schiffs werden auf dem Sklavenmarkt landen. Von dem Fall des französischen Kapitäns haben auch die Seeleute in den Hafenkneipen Amerikas gehört. Und vom vergleichsweise milden Urteil über ihn, dank der guten Beziehungen zwischen Algier und Frankreich. Was geschah mit dem französischen Captain? Captain, hast du es nicht gehört?
dass dem Käpt'n der Tod durch den Galgen erspart geblieben ist. Und das Urteil in 25 Stockhiebe umgewandelt wurde, hat ihm wenig geholfen. Die Hiebe waren so stark, dass er 2 Tage später starb. Barbaren. Und miserable Seeleute noch dazu. Das Einzige, wovon sie etwas verstehen, ist das Enter. Sind sie erst einmal an Deck, gibt es keinen Kommen. Und wer von ihnen als erstes an Bord eines Schiffes gelangt, darf sich einen von der Mannschaft als Sklaven nehmen. So geht's nicht weiter. Der 24-jährige Stephen Decatur würde gern diesem jahrhundertealten Spuk ein Ende bereiten. Denn die jungen USA haben immer mehr Probleme mit den islamischen Korsaren. Bisher kann sie keiner stoppen. Auf jungen Offizieren wie Stephen Decatur liegt die Hoffnung der Nation. Stephen Jr. was a sickly lad. Mit 8 oder 9 war Stephen Decatur ein schwächliches Kind mit Keuchhusten. Sein Vater, ein Seemann, dachte, die Seeluft auf einem Transatlantik-Trip würde seinen kranken Lungen guttun. Der kleine Stephen war da zum ersten Mal lange auf See und sofort süchtig. Stephen Decatur made his first voyage abroad, and he was hooked. 13 kleine Staaten an der Ostküste eines noch unbekannten Kontinents. Das sind die USA, als sie 1783 nach einem blutigen Krieg von England unabhängig werden. Mit der Unabhängigkeit geht der jungen Nation allerdings auch der Schutz der mächtigen britischen Flotte verloren. Und das ist bitter. Zahlreiche US-Schiffe werden nun von den Korsaren gekapert. Und die fordern ab sofort Tribut. Nur gegen Schutzgeld lassen sie die amerikanischen Schiffe unbehelligt. Thomas Jefferson, der spätere Präsident der USA, verhandelt mit den islamischen Machthabern. Er ist schockiert von deren Haltung. Das spiegelt sich in seinen Aufzeichnungen. Wir fragten, wieso sie das Recht für sich beanspruchten, Völker anzugreifen, die ihnen zuvor kein Leid zugefügt haben. Der Gesandte antwortete, dass es so in ihrem Koran geschrieben stünde. Und alle Länder, die ihre Autorität nicht anerkannten, Sünder seien. Dass es ihr Recht und ihre Pflicht sei, diesen den Krieg zu erklären, wo auch immer man sie antrifft. Und alle zu Sklaven zu machen, die sie gefangen nehmen können. Und dass jedem Moslem, der dabei umkommt, ein Platz im Paradies sicher sei. Angesichts dieser Haltung verlaufen die Verhandlungen ergebnislos. 2 Jahre später nimmt der Herrscher von Algier die Mannschaften 2 amerikanischer Handelsschiffe als Geiseln. Für ihre Freilassung verlangt er 60.000 US-Dollar. Oder sie würden als Sklaven verkauft. Das Land zahlte und hat mit Algier einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen. Seitdem wurde 1 Million Dollar gezahlt. Jährlich. Das sind immerhin 20% unserer Staatseinkünfte. Das Geld hätte man schon früher anders investieren können. Eine schlagkräftige Militärflotte. Die USA zahlen ein Fünftel ihrer Staatseinkünfte als Schutzgeld an einen Schurkenstaat. Gute Männer, gute Ausbildung. Heute wäre das unvorstellbar. Die Korsaren verdienten ihr Geld so wie immer. Aber die Amerikaner hatten einen Staat geschaffen ohne Marine und ohne Strategie, wie man mit Korsaren umgeht. Die nächsten 20 Jahre standen sie vor der Frage, was tun wir jetzt? Die moderne US Navy wurde geschaffen, um mit diesem Problem umzugehen. Das ehrgeizige Ziel der USA? Neue Schlachtschiffe entwickeln, die auf den Weltmeeren nicht ihresgleichen haben. Dabei verwerten die Konstrukteure Erfahrungen aus 300 Jahren Schiffsbau und gehen einen neuen Weg. Weg von den prunkvollen Schiffsaufbauten früherer Jahrhunderte. Hin zu flachen, windschnittigen Fregatten.
Mit solchen Schiffen wollen die USA eine Führungsrolle im Kampf gegen die Muslime übernehmen. Im Hafen von Boston, Massachusetts, liegt eine dieser Fregatten. Es ist das älteste noch in Dienst stehende Schiff der Welt, das immer wieder instand gesetzt wird, die USS Constitution. Seit über 200 Jahren fährt sie unter Segeln und mit einer US Navy Besatzung an Bord. Bei ihrer Bewaffnung nahm es die Fregatte mit allen Schiffen ihrer Zeit locker auf. Die USS Constitution verfügt über 56 Kanonen, davon mehr als die Hälfte überschwere 32 Pfünder. Das heißt, sie hat mehr als doppelt so viel Feuerkraft wie britische oder französische Fregatten. Dass diese schwimmende Festung immer noch existiert, liegt am Baumaterial. Die meisten Schiffe werden damals aus Weißeiche gebaut. Der Rumpf der USS Constitution besteht aus der seltenen Virginia-Eiche, auch Lebenseiche genannt. Hier sind wir im untersten Teil des Schiffs. Entscheidend für den Zusammenhalt sind diese stark gebogenen Teile hinter mir. Diese V-förmigen Stücke sind schon so an der Virginia-Eiche gewachsen. Man findet diesen Baum nur im Südosten der USA und an wenigen Ecken in Mittelamerika. Über 2000 dieser kostbaren Bäume werden allein für die USS Constitution gefällt. 3 Jahre dauert der Bau der Schiffe. Und sie werden dringend gebraucht. Denn am 14. Mai 1801 erklärt der Pascha von Tripolis den Vereinigten Staaten den Krieg. Marokko, Algier und Tunis schließen sich an. Ein heiliger Krieg. Das ist es, was die USA auf keinen Fall wollen. Religion spielt für sie keine Rolle. Das haben sie sogar als Klausel in Verträgen mit den Korsaren festgehalten. Sie besagt, dass die Vereinigten Staaten keinesfalls als christliche Nation gegründet worden sind. Das stand drin, um auf jeden Fall festzuhalten, das ist kein heiliger Krieg. Betrachtet uns nicht als Europäer, die auf einem neuen Kreuzzug sind. Darum geht es nicht. Es geht ihnen um die Freiheit, Handel treiben zu können. Nach langem Zögern erwidern die USA die Kriegserklärung. Stephen Decatur hat als Lieutenant in der jungen US-Marine rasch Karriere gemacht. Und nun stehen er und hunderte andere vor ihrem ersten Kampfeinsatz im Orient und werden in den Hafenkneipen gefeiert. Am Morgen des 2. Juni 1801 laufen 4 der neuen Superfregatten in Richtung Mittelmeer aus. Schlechte Wetter- und Windverhältnisse verlängern die Fahrt. Auf volle 7,5 Wochen. Eine lange Zeit, die Decatur auf keinen Fall ungenutzt verstreichen lassen will. Um sich auf den heiklen Einsatz gegen die Korsaren vorzubereiten, studiert Stephen Decatur auch Berichte über Piraterie. Danke, ihr könnt euch zurückziehen. Er will mehr über seine Gegner erfahren. Islamische Korsaren, die seit mehr als 300 Jahren Inseln und Küsten in Angst und Schrecken versetzen. Mehr über ihre Kaperfahrten gegen die christliche Welt. Einige Europäer, die von Korsaren verschleppt wurden, aber nach Europa zurückkehren konnten, haben Lebenserinnerungen veröffentlicht. Der vielleicht erstaunlichste Bericht, auf den Stephen Decatur stößt, stammt von einem deutschen Matrosen namens Hark Olufs. Cool. Dich. Was ihm als junger Mann zugestoßen ist, hat der Alte aufgeschrieben.
Im Jahr 1708, dem 19. Juli, erblickte ich in der westlichen See auf einer kleinen Insel genannt Amrum das Licht dieser Welt. Wie meine Landsleute ihre Nahrung von der See haben, so bin auch ich von meinem 12. Jahr an beflissen gewesen, dereinst einen tüchtigen Seemann abzugeben und habe die ein und andere Reise getan. Hark Olufs Schiff fährt von Amrum nach Nantes an der französischen Atlantikküste. Eigentlich eine Routinefahrt. Es war extrem gefährlich, zu dieser Zeit eine solche Reise zu machen. Denn die Barbaresken haben nicht nur im Mittelmeer operiert. Sie segelten bis in den Ärmelkanal, griffen Englands Westküste und Irland an. Sie sind sogar bis nach Island vorgedrungen, haben Reykjavik überfallen und Isländer als Sklaven nach Nordafrika verschleppt. Unser Kapitän blies sofort zum Angriff. Die Korsaren aber kamen uns zuvor und segelten so geschickt auf uns los, dass bevor wir die Kanonen herrichten konnten, sie schon zweimal Feuer auf unser Schiff gegeben hatten. Sie brüllten immer lauter: Mena Peros, ergebt euch, ihr Hunde. Dennoch entschieden wir uns zu kämpfen und unsere Freiheit so teuer wie möglich zu verkaufen. Doch sie kamen näher und schossen selbst mit Gewehren auf uns. Wobei ein Matrose von uns getötet wurde. Da strichen wir entsetzt die Segel und schwenkten die Halstücher, um unsere Aufgabe zu signalisieren. Bei der Stelle im Kanal nahe der Chili-Inseln mussten wir uns am 10. Martini 1724 von Kaperfahrern gefangen nehmen lassen. Den Korsaren ist ein lohnender Fang gelungen. 21 Männer, die meisten jung und kräftig. Frische Ware für den Badistan, den Sklavenmarkt von Algier. Wie Vieh werden die Männer durch die Gassen getrieben. Hungrig und durstig. Für den Griff nach einer Orange wird man geprügelt. Und damit hat Hark Olufs noch Glück. Schon bei kleinen Verstößen greifen die nordafrikanischen Sklaventreiber hart durch. Die meisten Sklaven kommen von italienischen Küsten, wo die Korsaren schon mal ganze Dörfer entführen. Weiße Sklaven, meist Europäer, gehören bis ins 19. Jahrhundert in Städten wie Tunis, Algier oder Tripolis zum Alltag, zum ganz normalen Straßenbild. Sie verrichten die alltäglichsten, die niedersten Arbeiten. Sklaven gab es in der Stadt mehr als genug. Sie zu zählen war mir gar nicht möglich. Wohl 10.000 an der Zahl, darunter auch Frauen und junge Mädchen. Wie viele Frauen es waren, ist unbekannt. Während die Verschleppung von Millionen Schwarzafrikanern nach Amerika gut dokumentiert ist, hat die Erforschung der Versklavung von weißen Europäern gerade erst begonnen. In ganz Nordafrika sind es wohl Hunderttausende, die für ihre islamischen Herren arbeiten müssen. Weiße Sklaven zu besitzen, gehört fast schon zum guten Ton. Die Gebildeten und Schönen unter ihnen werden als teure Prestigeobjekte gehandelt. Wir glauben, dass gut 1 Million weiße Europäer in die Sklaverei verkauft worden sind. Aber das schließt natürlich nicht die mit ein, die ihr Leben bei den Angriffen der islamischen Korsaren verloren haben. Das waren wahrscheinlich doppelt oder sogar dreimal so viele. Wir wissen es einfach nicht. Der Zustand der Zähne sagt viel über die Gesundheit der Sklaven aus. Die beeinflusst den Preis, der sehr unterschiedlich sein kann. Er richtet sich auch nach Geschlecht, Alter, Bildungsstand oder Herkunft. Da die Käufer diesmal zu wenig bieten für die frische, weiße Ware, landet Hark Olufs erst einmal im Verlies. Der Kerker war ein Ort voller Schrecken. Lärm, Geschrei, Gestank und Tumult.
Meine Tagesration bestand aus verschimmeltem Brot und fauligem Wasser. Am nächsten Tag wurde ich erneut auf dem Sklavenmarkt angeboten. Hier fällt die Entscheidung über Leben oder baldigen Tod. Braucht der Käufer einen Arbeitssklaven oder ein Spekulationsobjekt? Und ich betete zu Gott, dem Barmherzigen, mich vor dem Schlimmsten zu bewahren. Als Arbeitssklave in einem Steinbruch oder als Ruderer auf einer Galeere der Korsaren zu Tode geschunden zu werden. Ich wurde schließlich auf dem Markt für 1000 Kartusch verkauft. Die Sklavenhändler waren natürlich hoch erfreut, wenn ihnen ein Kaufmann oder jemand aus einer reichen Familie ins Netz gegangen war. Denn dann konnte man Lösegeld von seiner Familie verlangen. In ganz Europa wurden von Kirchen und Regierungen enorme Summen bereitgestellt, um Angehörige zurückzukaufen. Hark Olufs Besitzer stellt schnell eine Lösegeldforderung an die Familie seines jungen Sklaven. Für 800 Mark würde er Hark Olufs freilassen. Die Vermittlungsgespräche zwischen Nordafrika und Olufs Heimat Amrum dauern Monate. Überall in Europa werden damals von den Kirchgängern nach dem Verlassen des Gotteshauses Spenden für die Sklavenkassen gesammelt. Auch auf Amrum. Doch 800 Mark sind eine enorm hohe Summe, die damals dem Gegenwert von 20 Pferden oder 120 Schweinen entspricht. Hark Olufs Vater kann die Summe nicht aufbringen. Damit ist das Schicksal seines Sohnes besiegelt. Der Sklavenhändler hat sich mit Hark Olufs verspekuliert und verkauft ihn mit Verlust an den Bey von Konstantin. Das war sein Glück. Erinnert er sich später. Die Reise dorthin traten wir mit Mauleseln an. Das Land selbst ist eine weite Wüstenei und wird von Türken und Mohren bewohnt. Ihre Sprache nennen sie Arabisch. Und in ihrer Religion sind die Mohammedaner eifrig. Sobald der Tag grauet, ruft ein Ausrufer, genannt Muezzin, von einem Turm. Mein Fürst, ich habe keine Ahnung, wie wird das alles auf. Dieser Bey Assin kann wie ein kleiner König angesehen werden, dessen Hauptstadt Konstantin eine ansehnliche Stadt mit einer Festung ist. Nach meiner Mutmaßung liegt sie 12 Reisetage oder 60 Meilen von Algier gen Süden. Während sich die Spuren seiner Bordkameraden irgendwo in Nordafrika verlieren, hat Hark Olufs großes Glück. Zeig mir sein Gesicht. Ist gut. Bring ihn zu den anderen. Am Hof des Bey darf er seinen Dienst als Haussklave antreten. Das heißt, vorerst am Leben bleiben. Als ich in das Haus trat, wurde ich von einer nie gesehenen Pracht überrascht, die mich in Erstaunen versetzte. Meine Beschäftigung war, den Palast zu fegen, das Feuer zu schüren, sowie Schafe und Hühner zu schlachten. Die einzigen Räume, die ich nicht betreten durfte, waren die des Harems. Um die verbotene Welt des Harems ranken sich zahlreiche Legenden. Vor allem in Europa und Nordamerika. Schwülstige Fantasien faszinieren Künstler und Literaten ebenso wie das Volk. Selten hatte das was mit der Realität zu tun. Das Klischee vom Harem spielt immer mit dieser Vorstellung von nackten oder halbnackten Frauen, die dem örtlichen Pascha Vergnügungen bieten. Die Wahrheit sah anders aus. Der Harem war sicherlich ein Ort der Unterhaltung, aber nicht mit wilden Sexorgien. Dort wurde Musik gemacht, gesungen. Es war ein sehr kultivierter Ort, an den sich der Bey zur Entspannung zurückzog.
Hark Ulufs hat einen Harem vermutlich nie von innen gesehen. Aber er lernt rasch Arabisch und Türkisch. Und er bekommt Koranunterricht. Denn der Bey hat schnell erkannt, dass sein weißer Haussklave mehr kann, als nur niedere Arbeiten verrichten. Und nun setzt er alles daran, aus Hark Ulufs einen ordentlichen Muslim zu machen. Auch wenn er seinen Sklaven dann besser als einen Ungläubigen behandeln muss. Für einen Sklaven, der zum Islam konvertiert ist, öffnen sich einige Türen. Man konnte in den Palästen arbeiten, vielleicht Gefolgsmann eines Herrschers werden oder sogar in dessen Armee kämpfen. Es gab also Möglichkeiten, sich zu verbessern, wenn man diesen drastischen Weg gehen wollte. Aber es gab auch einen gravierenden Nachteil. Niemand von zu Hause würde dich mehr freikaufen. Man sah sein Heimatland nie mehr wieder. Für Hark Ulufs muss der Übertritt zum Islam eine einzigartige Chance gewesen sein. Und er nutzt sie konsequent. Er beginnt Karriere zu machen. Nach einer dreijährigen Lehrperiode als Lakai macht der Bey ihn zu seinem Schatzmeister und nimmt ihn auf eine Pilgerreise nach Mekka mit. Als Hark Ulufs 24 ist, ernennt ihn der Bey zum Chef der Leibgarde und schließlich sogar zum Oberkommandierenden der Streitkräfte. Vor einer entscheidenden Schlacht gegen Tunis kundschaftet er das feindliche Lager aus. Lebensgefährlich. Doch wenn er Erfolg hat, verspricht ihm sein Bey die Freiheit. Hark Ulufs geht das Risiko ein. So näherte ich mich dem feindlichen Lager und gab vor, ein Überläufer zu sein. Nun war ich imstande, von allen Dingen genaue Nachricht zu geben und riet meinen Truppen, noch in derselben Nacht den Feind anzugreifen, nämlich dort, wo sie es nicht vermuten würden. Hark Ulufs Taktik erweist sich als erfolgreich. Er und seine Truppen gehen aus der Schlacht als Sieger hervor, berichtet Ulufs. Effendi. Ich danke für das Brot und den Sold, den ich in 12 Jahren aus Ihren Händen empfangen durfte. Und ich bitte um Ihren Segen. Ich danke dir, Kapitän, für deine treuen Dienste. Und falls ich dich schlecht behandelt habe, bitte ich um Verzeihung. Und Gott sei mit dir. Nimm dich in Acht vor starken Getränken und vor den Weibern. Und vor den Gaunern in Algier. Dass sie dir nicht dein Geld abnehmen. Hark Ulufs Werdegang ist eine seltene Ausnahme. Vom Sklavenjungen zum Feldherrn eines muslimischen Fürsten. Im Jahre 1736, den 25. April, kam ich also unversehrt in meinem Vaterlande an und hatte Kleider aus reinster Seide und reichlich von barem Gold. Dass er Christ geblieben ist, glaubt ihm angesichts einer solchen Karriere zu Hause niemand. Egal. Er heiratet, zeugt 5 Kinder und lebt glücklich bis ans Ende seiner Tage. Als Stephen Decatur diesen Bericht gelesen hat, weiß er, dass im Reich der Korsaren viel mehr möglich ist, als er gedacht hat. Und dass er es nicht mit mittelalterlichen Barbaren zu tun hat, sondern mit klugen, flexiblen Gegnern.
Die Amerikaner verlassen sich auf ihre 4 hochmodernen Kriegsschiffe. Doch sie merken bald, dass das nicht reicht. Monatelang versucht das amerikanische Geschwader, die Bucht abzuriegeln und den Gegner auszuhungern. Doch immer wieder brechen die Korsaren durch und versorgen die Stadt. Thomas Jefferson reagiert und schickt weitere Kriegsschiffe in die Region. Auch das Flaggschiff der Navy, die USS Constitution. Das soll für klare Verhältnisse sorgen. Denn die Superfregatte aus der Virginia-Eiche gilt als unzerstörbar. Sogar eiserne Kanonenkugeln sollen von den hölzernen Bordwänden des Schiffs abprallen. Experten wollen testen, ob sowas überhaupt möglich ist. Und zwar mit einer original britischen Kanone aus dem Jahre 1812. Der Versuchsaufbau ist maßstabsgetreu verkleinert. Sowohl was die Kugeln als auch was das Zielobjekt anbelangt. Der britische Waffenexperte Ian Hamm hat den Rumpf eines typischen Kriegsschiffs von damals verkleinert nachgebaut. Aus massiver Eiche und immer noch 20 cm dick. Jetzt wird die Kanone geladen. 360 Gramm Schießpulver. Dann die Kugel und mit etwas Stroh wird die Ladung komprimiert, was die Sprengkraft erhöht. Aus 15 Metern Entfernung wird die Kugel abgefeuert. Das entspricht der finalen Gefechtsdistanz zwischen zwei Schiffen kurz vor dem Entern. Ein perfekter Durchschuss. Die Wirkung im Inneren eines Schiffs wäre fatal. Die Holzsplitter fliegen wie tödliche Geschosse durch die Luft. Aber was passiert, wenn die Spanten in der Mitte der Wand durch massive Virginia-Eiche wie auf der Constitution ersetzt werden? Die Legende steht auf dem Prüfstand. Die Kanonenkugel prallt ab. Die Außenhülle des Schiffes wäre nur ganz leicht beschädigt worden. Der Mythos hat also einen realen Hintergrund. Edward Preble kommandiert diese amerikanische Superwaffe und das Geschwader. Mit seinen modernen Schiffen operiert er wegen ihres geringeren Tiefgangs näher an der Küste. Doch das ist in einem Gewässer mit zahlreichen Untiefen nicht ohne Risiko, wie sich schnell herausstellt. Denn eine seiner Fregatten ist plötzlich manövrierunfähig. Was zum Teufel geht da draußen vor, Leutnant? Ich vermute, die Philadelphia ist auf ein Riff gelaufen, das auf unseren Karten noch nicht verzeichnet ist. Um Himmels Willen, wie kann denn sowas passieren? Um die Philadelphia wieder flott zu machen, lässt der Kapitän Masten kappen. Als das ohne Wirkung bleibt, wirft die Besatzung Teile der Ladung und die schweren Geschütze über Bord. Aber auch das hilft nicht weiter. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die Philadelphia vom Feind übernommen wird. Die Korsaren erkennen ihre Chance und nehmen die Philadelphia unter Feuer. Deren Captain, William Bainbridge, ergibt sich. Oh, dieser Bainbridge. Entweder ist er ein Feigling oder ein elender Verräter. Oder einfach nur ein Trottel. Das war ein vernichtender Schlag, weil die Korsaren nun 307 amerikanische Seeleute als Geiseln hatten. Und ein hochmodernes Kriegsschiff. Und wenn sie das freikriegen, dann können sie es als Blockadebrecher einsetzen und amerikanische Schiffe überfallen. Drei
307.000 Dollar Lösegeld soll der amerikanische Präsident für die Freilassung der Geiseln bezahlen. Ein gewaltiger Imageschaden, der seine Wiederwahl gefährdet. Und dann gelingt es den Korsaren auch noch, die Kanonen der Philadelphia zu bergen und das Schiff wieder flott zu machen. Die USA sind vor aller Welt gedemütigt. Die Philadelphia darf auf keinen Fall gegen uns zum Einsatz kommen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Koste es, was es wolle. Und wenn es heißt, dass wir unser eigenes Schiff in den Händen unseres Feindes vernichten müssen. Nur wie? Gut bewacht liegt die Philadelphia im Hafen von Tripolis. Über diplomatische Wege erhält Preble eine Geheimnachricht von Captain Bainbridge. Mit genauen Angaben zur Stärke der Wachen und Geschütze. Gentlemen, es geht los. Lassen Sie die Mannschaft antreten und die Intrepid klar machen, Officer. Yes, Sir. Wird gemacht, Sir. Und schicken Sie mir doch gleich einmal diesen jungen, vorlauten Lieutenant. Er wusste, die richtige Person für diesen Einsatz ist Decatur, dieser junge, schneidige Leutnant. Und Decatur wollte diesen Job unbedingt. Sie haben nach mir geschickt, Sir. Ich vertraue einmal auf Ihren Mut und Ihren Unternehmungsgeist, Lieutenant. Sie erhalten einen neuen Befehl. Sie werden sich auf dem schnellsten Wege nach Tripoli begeben, in der Nacht in den Hafen eindringen, dort die Philadelphia entern und in Brand setzen. Nehmen Sie so viele Männer, wie Sie dafür benötigen. Aye, Sir. Also. 75 gut ausgebildete Marinesoldaten haben sich freiwillig für das Himmelfahrtskommando gemeldet. Wochenlang hat sie Stephen Decatur trainiert. Nächtliches Entern, lautloses Töten. Jetzt ist es soweit. Ohne einen Mann zu verlieren, erobern Decaturs Leute das Schiff. Eine Ladung Kugelbomben soll das Ende der Philadelphia besiegeln. Decatur hat sich entschlossen, bis zum allerletzten Moment zu bleiben. Er will das Schauspiel genießen. Die Reaktion auf diese erfolgreiche Aktion war überschwänglich. Der britische Seeheld Lord Nelson sagte, das sei die frechste und waghalsigste Aktion der ganzen Epoche. Der Erfolg des Überfallkommandos macht Stephen Decatur über Nacht zum Nationalhelden. Und zum jüngsten Kapitän in der US-Marine. Aber noch hält der Herrscher von Tripolis die amerikanischen Geiseln gefangen. Nachdem er das Angebot von 40.000 Dollar Lösegeld ablehnt, nimmt Kommandant Preble den Hafen von Tripolis unter Beschuss. 60.000 Dollar Lösegeld und freie Fahrt für US-Schiffe. Das ist der Kompromiss, auf den die Barbaresken nach schweren Kämpfen schließlich eingehen. Doch bald werden wieder amerikanische Handelsschiffe gekapert, diesmal vom Herrscher von Algier. Stephen Decatur soll den alten Konflikt lösen. Rühren, Männer! Und zwar endgültig. Gentlemen, wir werden nicht nur dem Bay von Algier eine Lektion erteilen, sondern allen Barbaresken. Eine Lektion, die sie nicht so schnell vergessen werden. Oder das Meer möge uns verschlingen. Decatur hat Erfolg. Vor Algier angekommen, zerstören die Amerikaner das Flaggschiff der Korsaren. Damit haben die Algerier ihnen kaum noch etwas entgegenzusetzen. Nun droht Stephen Decatur dem Herrscher entweder sofortige Kapitulation oder die Stadt wird von 10 amerikanischen Kriegsschiffen in Schutt und Asche gelegt. Das ist der Beginn der Kanonenbootpolitik. Nationen benutzen nun Kanonenboote, kleine, gut bewaffnete Schiffe, die sogar Flüsse hochfahren können und mit handfester Drohkulisse Handelsinteressen durchsetzen. Für die Vereinigten Staaten ist diese Form der militärischen Drohung ideal.
Man kann damit Präsidenten kleinerer Länder entmachten oder wirtschaftliche Kurskorrekturen erzwingen. Immer zugunsten der USA. Heute nutzen sie ihre 11 Flugzeugträger als schwimmende Stützpunkte weltweit, um durch bloße Präsenz eine Drohkulisse aufzubauen. Diese Strategie hat bei den Amerikanern eine lange Tradition, an deren Anfang Stephen Decatur steht, als er mit der Zerstörung Algiers gedroht hat. Und diese Drohkulisse hat schon damals ihre Wirkung nicht verfehlt. Stephen Decatur hat damit den Kampfgeist der Muslime gebrochen. Ohne weitere Kampfhandlungen kann er dem Vertreter von Algier, Tunis und Tripolis die Vertragsbedingungen diktieren. Am 3. Juli 1815 unterzeichnet der Gesandte der barbaresken Staaten an Bord des US-Flaggschiffs das Abkommen. Zähne knirschend und bebend vor unterdrückter Wut. Denn damit verpflichten sich die drei Staaten, ihre amerikanischen Kriegsgefangenen ohne Lösegeld freizulassen. Und nicht nur das. Sie müssen den Amerikanern auch noch Kriegsentschädigungen zahlen. Und sie verzichten für immer auf Schutzgeldforderungen und die Kaperung US-amerikanischer Schiffe. Die Korsaren sind nicht nur Händler, sondern Teil der nationalen Wirtschaft. Schiffe überfallen, versklaven, schmuggeln, Lösegeld. Sie können nicht aufhören damit, denn ihre Staaten hängen davon ab. Und wenn der Dey von Algier einen Vertrag unterschreibt und verspricht, das nicht mehr zu tun, dann ist er vor Sonnenuntergang tot. Denn das ist ihr einziges Geschäftsmodell. Unter der Hand betreiben einige wenige Korsaren das Geschäft in ganz kleinem Stil noch eine Zeit lang weiter. Bis zum Jahr 1830, als Algerien von den Franzosen erobert wird. Erst sie befreien die letzten weißen Sklaven. Stephen Decatur hat die Korsaren mit seinen hochmodernen Kriegsschiffen in die Knie gezwungen. Und bis heute glauben die USA an ihre technische Überlegenheit im Krieg. Doch dieser Vorsprung schrumpft.